Kann man sich noch anschauen, oder? Der Gerät, der jetzt auf jeden Fall wieder umfällt. Herzlich willkommen bei Airsoft to go. Ich bin der Immo und ja, wir waren ein bisschen länger nicht da oder wir haben länger ein paar Videos nicht mehr rausgebracht und deswegen wollen wir das natürlich jetzt mal wieder aufholen. Und wir fangen nämlich an mit unserer neuen Ares Amoeba X-Class. Wir haben die Waffe selber schon länger im Sortiment. Wir haben die in zwei Ausführungen, einmal in der 9 Zoll Variante in beiden Farben und einmal in der 12 Zoll Variante in beiden Farben. Und ausnahmsweise habe ich mich dieses Mal für das längere Modell entschieden, also zumindest was hier diese optischen Upgrades angeht, weil erstmal kommt sie in diesem Midnight Bronzeton und ich finde das ausnahmsweise dann mal andersherum sehr, sehr schick, nämlich einfach mal schwarze Anbauteile dran bauen. Und dann haben wir hier natürlich ein, ja, etwas außergewöhnlicheres Farbschema, also nicht immer dieses FDE, sondern dieses Mal nennt es sich Midnight Bronze. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und mit den schwarzen Anbauteilen mega sexy, kann man es ausnahmsweise mal so sagen. Die Waffe selbst hat natürlich ein sehr außergewöhnliches Design. Ja, es ist natürlich schon wieder eine AR-15. Wir haben zum Glück ein M-Lock-System, also sämtliche Anbauteile passen dran. Ihr seht es ja, ich habe hier natürlich einiges schon dran gesetzt. Mit den richtigen Anbauteilen kriegt man natürlich auch noch die Lampe an die Seite. Das ist jetzt so ein Komplettset. Was heißt Lampe? Ihr wisst alle, es geht um Dummies. Wir schreiben es auch extra nochmal in die Kommentare rein, beziehungsweise in die Beschreibung. Mit den Cable Managern habe ich dann auch mal dafür gesorgt, dass uns die Kabel nicht im Weg sind und dementsprechend finde ich es optisch eigentlich sehr schön gelungen. Ja, Elektro, SAEG, magnetisch gesteuertes MOSFET ist drin, wie man es von Ares kennt, diese schönen, mittlerweile blauen, magnetisch gesteuerten Chips. Es funktioniert auf jeden Fall gut. Wir haben auch mittlerweile endlich mal, ich kann es ja mal zeigen, einen DIN-Stecker verbaut, serienmäßig. Also da hat Ares dann schon mittlerweile mitgedacht. Schöner kleiner Ares-Schubschaft. Akkus passen bis 1450 mA rein, also auch standardmäßig recht groß. Natürlich kann man das auch noch ändern, wenn man möchte. Was ich persönlich sehr cool finde, die Waffe ist beidseitig bedienbar. Das heißt, wir haben einen Feuerwahlhebel, der beidseitig nutzbar ist. Wir haben einen MagCatch, der beidseitig nutzbar ist. Das mitgelieferte MidCap sogar mittlerweile ist natürlich auch dementsprechend sehr, sitzt sehr gut drin. Aber da passen auch sämtliche andere Magazine. Wir haben es ja hier mal mit einem PTS-Magazin versucht. Passt auch wunderbar. Also da haben wir auch wenig Probleme. Ansonsten, wie immer, der Verschlussfang, wenn es schon ein Ambidextrous-System gibt, ist der Verschlussfang dann auch in dem Fall Ambidextrous. Das heißt, wir haben hier, Verschlussfang öffnet sich, ich drehe es mal um, ne? Dieser typische Verschlussfangöffnung, dann beidseitig kann man es dann wieder arretieren. So, wunderbar. Ares hat hier mal eine neue Hop-Up-Unit ausprobiert. Ich bin da immer sehr ehrlich. Ich war da erstmal, als wir die Modelle bekommen haben, so ein bisschen zwiegespalten. Warum weggehen vom Mainstream? Ich kann aber aus der Vergangenheit sagen, dass viele Ares Plastik Hop-Up Units nach kurzer Zeit Verschleißprobleme hatten. Das heißt, mit der Zeit oder sehr, sehr schnell haben die Waffen nicht mehr richtig gefeedet, weil unten die BB-Zuführung sich leicht verformt hat. Das war so ein allgemeines Problem. Wir haben das aber auch mit den Kunden kommuniziert, also wir zumindest, und haben dementsprechend dann auch da schnell Vorsorge getroffen. Jetzt haben wir hier nämlich den Fall, wir haben hier eine zweigeteilte Hop-Up-Unit drin. Die obere Unit, also da, wo das Verstellrädchen dran ist, die ist aus Kunststoff. Der untere Bereich, der, ja, man kann es vergleichen, ähnlich wie die MTW-Modelle, dieses HPA-System, der untere Bereich, diese BB-Zuführung, die ist aus Metall. Das heißt, da gibt es keinen Verschleiß mehr. Also deswegen, ich vermute mal, die haben es so umgesetzt. Wir haben auch schon dafür gesorgt, dass ihr mit dem Modell generell auch über 025 oder 028 BBs spielen könnt, indem ihr bei uns einfach, wenn ihr euch so ein Modell aussuchen solltet, das passende Hop-Up-Gummi auswählen könnt und wir euch das dann kostenlos einbauen können. Das funktioniert im Laden, das funktioniert online. Wenn ihr da Wunsch habt nach einem hochwertigeren Gummi, dem können wir gerne nachkommen und können das dann dementsprechend umrüsten. Also ist es da auch kein Problem. Allgemein sind die Modelle auch sehr stark. Die kommen ungefähr 1,5, 1,6 Joule. Wir werden die auch Kronen vor Versand. Also wenn da natürlich was dran gemacht wird. Im Regelfall haben sie zwischen 1,5, 1,6. Aber wir haben auch wieder ein Federschnellwechselsystem.
Und wenn der Momba mich noch lässt, zeige ich euch das ganz kurz. Und bei einem anderen Video werden wir mal auf das Hop-Up-System eingehen. Wer es beim Reaper nicht schon gesehen hat, der hatte die Waffe nämlich auch zur Verfügung von uns. Da kann man sich auch ein paar Infos über das Modell holen. Da gehen wir gleich auf jeden Fall mal ans Federschnellwechselsystem ran. Jetzt aber noch ein großer Punkt, und zwar Aris hat hier einen sogenannten Slim-Grip verbaut. Das heißt, der eigentliche Griff ist schmaler wie bekannte SAEG-Griffe, nämlich nahezu Gas-Blowback-System, also Real Steel. Ich heb mal die gesamte Waffe hoch. So. Also wir haben hier einen Slim-Grip. Dementsprechend ist hier auch ein sehr schmaler Motor drin. Das ist ein Torque-Up, das ist nicht der Super-Torque-Up. Da gibt es nochmal eine Steigerung. Hier haben wir den Torque-Up-Motor drin. Und natürlich wieder der Mikroschalter. Und das ganze System harmoniert natürlich ziemlich gut miteinander. Und dementsprechend haben wir hier auch wieder mal eine, ja, nicht unbedingt Anfängerwaffe, weil sie recht hochpreisig ist. Also man kann das natürlich auch als Anfänger spielen. Da hat man natürlich den Vorteil, keine Gear-Jams, ihr habt eine Akkuüberwachung, die können wir gerne programmieren. Und natürlich auch ja, fertiges Modell, was direkt spielbereit ist. Ne? Deswegen, ja, Federschnellwechselsystem auch ziemlich wichtig. Allgemein ist der Winkel auch sehr steil. Ich habe auch erst gedacht, so, boah, ja, schon komisch. Ne? Ist eine Umstellung, weil die meisten AR-15 haben einen sehr, sehr schrägen Griff. Und hier ist es sehr, sehr steil. Und das ist, finde ich, wenn man die Waffe in der Hand hat, ist es gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man anvisiert, wenn man die Waffe hoch an die Schulter nimmt, dann ist es mega angenehm. Also das fand ich wirklich, habe ich wirklich geschätzt. Es ist wirklich angenehm zu halten. Und ja, weil wenn man, ich hoffe, ich beschreibe es vernünftig, wenn man es wirklich dann noch weiter hinten hat, dann hast du wirklich die Hand so, ne, übertrieben. Und damit hast du es eigentlich mehr im Griff. Also mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut, dieser Grifftypus. Und dementsprechend finde ich es von der Ergonomie her, finde ich es sehr gelungen. Ne? Und ausnahmsweise finde ich hier mal die lange Version, wie gesagt, etwas hübscher wie die kurze. Aber das ist Geschmackssache. Ansonsten natürlich Slingswivels kann man anbringen, beidseitig. Wir haben dann auch noch bei dem Standard-Schaft links, rechts ein Slingswivel. Man könnte hier hinten an die Buffer-Tube natürlich noch einen dran machen, wenn man möchte. Und somit haben wir natürlich auch die Funktion, direkt Slings aufzunehmen. Also auch wieder für Links-Rechtshänder perfekt eigentlich. Ne? Wenn dieses Ganze, ja, ich sage jetzt mal nicht Geschepper, aber das ist auch bei vielen Herstellern, G&G, Aris, Speckner Arms, ein bisschen immer dieses Federn nachschwingen. Das ist mit ein bisschen Fett auf der Feder direkt gelöst. Finde ich ein bisschen schade, dass Aris nicht direkt dafür Sorge trägt, beziehungsweise hier G&G und wie sie alle heißen. Aber da kann man mit ein bisschen Fett nachhelfen. Ansonsten würde ich euch gerne noch ganz kurz das Federschnellwechselsystem zeigen. Das ist altbekannt, die Octa Arms Modelle hatten es schon. Und dementsprechend ist es nichts Neues, aber weil es natürlich mittlerweile wieder Anfänger gibt oder Leute, die die Modelle allgemein noch gar nicht kennen, möchte ich euch das gerne zeigen. Das geht relativ fix. Ich würde, ja gut, den Schubschaft mache ich mal ab. Der hindert uns ein bisschen daran. So, ich muss hier den Pin runterdrücken. So, Akku ist keiner drin. Ich habe jetzt auch das Magazin drin, damit es halt allgemein im Video ein bisschen schöner steht. So, dann habe ich hier so ein schickes Tool. Die kosten so um die 10 Euro. Das ist jetzt schon ziemlich ausgenudelt von uns aus der Werkstatt. Dafür geht man hinten an den, ich vergesse den Namen immer. Nut. Es gibt die Barrel Nut, die ist vorne. Ich habe es schon wieder, die Castle Nut. Castle Nut. Castle, also, ne, weil Burg sieht so aus. Danke, Momba. Und das fand ich gut. So, setzen wir mal die Castle, das Wrench-Tool an. Einmal einhaken. Ach, guck mal. Butterweich. Direkt weich. Direkt gelöst. So. Dafür muss man ein bisschen rausdrehen. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Dann noch diese Sling, also beziehungsweise diese Abdeckung lösen. Dann gegen den Uhrzeigersinn. Dreh, dreh, dreh. Und schon wenige Umdrehungen. Kommen wir an das Federschnellwechselsystem dran. Da ist eine fette Schraube, beziehungsweise das ist schon der Spring Guide. Das ist schön arretiert. Mit dem Inbus rein, ich müsste jetzt gucken, was für eine Größe das ist. Rausdrehen, gegen den Uhrzeigersinn und schon habt ihr den Spring Guide mit der Feder in der Hand. Also ziemlich schnell eigentlich. Ihr müsst, ganz, ganz wichtig, ihr müsst beim Zusammensetzen wieder darauf achten, dass ihr gerade reinschraubt. Und dass ihr nicht zu weit reinschraubt, weil das ist so ein kleines Manko, was auch einige Hersteller haben mit diesem
einschraubbaren Buffer-Tube-System. Wenn ihr zu weit reinschraubt, könnt ihr die Kabel zerstören, also die Isolierung der Kabel kaputt machen. Das ist ganz wichtig, dass man sich da entweder merkt, wie weit man reingeschraubt oder beziehungsweise wie weit es am Anfang war. Oder wenn ihr reinschraubt, sobald ihr nur einen kleinen Hauch von da kommt was spürt, wieder eine halbe Umdrehung zurück und dann befestigen. Na? Dann wird es wieder zusammengeschraubt, beziehungsweise ich werde mal hier ansetzen. So. Schön gerade das Ganze. Ich habe die Waffe unnötig schwer gebastelt. So. Ne, also viele Umdrehungen kommen da nicht. So, aus dem Gefühl wäre das jetzt schon richtig. Ich drehe mal weiter. Tatsache. Reicht schon. Ne, war schon richtig. So, das Ganze wieder zusammen. Wobei man sagen muss, Ares war auch sehr früh dran mit Federschnellwechselsystemen. Da haben die anderen Hersteller dann extrem hinterhergehangen. So. Dann machen wir noch kurz einen Funktionstest. Ich habe jetzt hier einen 1100er Akku, die kann man quasi so da hinten reinschmeißen. Ja, gar kein Problem. Dann werde ich mal Akku anschließen. Zack. Das Ganze dann. So, habe ich jetzt falsch rum gemacht. Ganze rein. So, Akku drin, passt wunderbar. 1450er, ein bisschen enger. Natürlich keine Munition drin. Ich mache aber mal trotzdem. So, machen wir mal so ein bisschen, wie es klingt. Also schön knackig schnell. Gut, es sind keine 13-1er Gears drin, es ist kein Titan drin, es ist, ja, ne? Man muss ja auch mal... Ja, ist eine Stockwaffe. Ja. Jetzt von außen, ne? Ne? Also es ist halt immer, sie ist schnell, keine Frage. Ne? Es geht natürlich mittlerweile, ne? Der Tuningwahn in Deutschland kennt ja keine Grenzen. Mittlerweile gibt es ja so schnelle Systeme, ne? Aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass man vernünftig trifft auch. Und es ist okay. Ich glaube, Reaper sagte auch, es ist okay. Kein Problem. Ich finde es so schnell, also keine Frage. Der Fabian zeigt auf. Bitteschön, Fabian. Der Momba zeigt auf. Bitteschön. Frage jetzt. Beim Triggern? Beim Triggern? Wie bitte? Beim Triggern? Ja? Beim Triggern hat man jetzt nicht wirklich die Feder so nachhalten können. Ist das, wenn du mehrmals schießt und dann aufhörst? Weil eben als du den Ladehebel nach hinten gezogen hast und losgelassen, hat man es ja extrem gehört. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, ihr habt den Fabian gehört. Fabian hat gefragt, beim Schießen hat man die Feder jetzt nicht wirklich gehört. Es geht darum, die Systeme haben mehr wie eine Feder. Es gibt eine lange Feder, die für den Druck sorgt, das ist die in der Gearbox. Dann gibt es die Feder für den Ladehebel. Und dann gibt es auch noch eine kleine Feder, die wiederum das Verschlussblech nach vorne zieht. Also du hast alleine im Upper zwei Federn drin. Eine kleine und eine relativ große. Also eben die laute Feder war dann halt wirklich vom... Das ist der von dem Schlittenfahrer, von dem Verschluss, sorry, von dem Ladehebel, meine Güte, immer GBB, SAG hin und her. Von dem Ladehebel ist das die Feder. Und wenn man nur den Upper vom Lower abzieht, kann man das schon einschmieren. Also im Endeffekt ist es eine Schraube und dann kann man das schon, dieses Problemchen beheben. Du meinst das hier, ne? Das war jetzt sehr, sehr lang, ja. Und dann haben wir noch den hier. Der war gut. Aber der hier. Da war es ein bisschen. Ja. Ne? Das kann man mit ein bisschen Einschmieren ziemlich gut beheben. Ja, ist halt so. Ne? Aber wir sind halt so in Deutschland. Trotzdem, ich finde es schön, knackig, schnell. Und auch irgendwie dieser Slim-Type-Motor hat einen etwas anderen Klang. Gefällt mir irgendwie gut. Muss man, glaube ich, selber mal schießen. Also ich finde es auf jeden Fall, Ares hat seine Daseinsberechtigung, das habe ich auch schon immer wieder gesagt. Ne? Ares ist ein altbewährtes System und dieses Hop-Up-System,
Ich finde es halt gut, dass sich mal jemand was Neues traut. Dann ist halt wieder die Sache, ja, aber alles wird auf diese V2 Hop-Up-Unit ausgelegt. Ja, muss man halt entscheiden. Ne? Also man kann auf jeden Fall tunen, wenn man möchte. Das ist kein Problem. Aber dann gibt's, es gibt halt noch keine Aftermarket-Parts Hop-Up-Unit. Ne? Das ist halt so. Aber es kommt ja nicht immer auf die Hop-Up-Unit an, sondern es kommt ja eher auf das Gummi an. Ja, auch schon wieder komisch. Aber okay, ist so. Ne? Ja. Ihr könnt ja mal äußern, was ihr von dem Modell haltet. Ich finde es optisch mega, mega angesagt, mega schick auf jeden Fall. Ich kann ja nochmal hier die kleine daneben stellen, dann sieht man auch mal den Größenunterschied. Ne? Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Ach ja, die ist sauber. Ne? Also auf jeden Fall, nehmen wir mal hin, definitiver Pluspunkt von der Optik her, System altbewährt, funktioniert gut. Und wie gesagt, ne, wer schwerere BBs spielen möchte, der kann sich gerne bei der Bestellung austoben. Wir haben da ein, zwei Optionen für euch. Da kann man sich dann auch nochmal ein bisschen das System upgraden. Leute, wie immer gerne ein paar Posts in die Kommentare hauen. Was haltet ihr von dem Modell? Wie findet ihr mein Upgrade? Ich finde das mega schick. Wir lassen das auch so hängen. Das heißt, wenn ihr die Waffe im Video seht, die wird auch so im Laden sein, weil ich finde das definitiv mega cool. Ja, es ist wieder für Linkshänder umgebaut. Mal gucken. Wir können ja mal schauen. Wir bauen einfach noch eine zweite für Rechtshänder. Und dann ist gut. Ne? Dann ist das Angreifen auch nochmal besser. Die Teile gibt es natürlich auch alle bei uns. Wer da irgendwie Interesse hat, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir sagen, was es ist. Natürlich sind es Dummies, logischerweise. Da ist noch ein schickes XPS drauf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal sagen, was ihr in nächster Zeit so sehen möchtet. Wenn ihr möchtet. Ja. Ne? Also haut's raus. Wir sind auf jeden Fall wieder bereit für Videos. Hat jetzt einfach, es war einfach super viel zu tun. Die DE-Nachbereitungen haben sich echt lange gezogen. Und ja, jetzt sind wir wieder am Start. Also, bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Ciao.